Ja, hallo meine lieben Freunde bei Horizon Zero Dawn Part 74. Ja, letzte Part war ja ein bisschen kurz geraten, deswegen geht es hier sofort volle Kanne weiter. Und wir wollen jetzt in dieses Lager oder in diese Werkstatt, wo unser Händler das Gerät gefunden hat, was die Grauhabichte angelockt hat. Und mal schauen, wo das denn... ist eine ganz schöne Ecke weg. Ja, da können wir uns hier zu diesem Lagerfeuer teleportieren und laufen dann hier hin. Genau. Das machen wir. Aber irgendwie, ja, alles klar. So, ich hatte noch ein Outfit schnell modifiziert. Und zwar war das so ein Outfit von den Osaram. Da habe ich noch ein paar coole Sachen. Fernangriffschutz und Nahkampfschutz dran gemacht. Und zwar war das... dieses hier, was mir eigentlich immer noch ganz gut gefallen hat. Nope. Das hier, genau. Das hat 46 Fernangriffschutz, 16 Nahkampfschutz, 7 Feuerschutz. Gut, das ist unwesentlich, aber ich finde das Ding ist ja auch ganz geil. Ja, und da wollen wir doch mal schauen. Oh, Schnappmäuler. Schön. Ja, die werden wir mal alle machen. Wir brauchen nämlich noch ein paar Rohstoffe. Da sind aber auch noch Wächter dort hinten, glaube. Gut, die mögen ja kein Feuer. Haben wir uns gleich mal hier in den Rasen rein. Ein paar Feuerpfeile haben wir. Die mögen auf jeden Fall schon mal kein Feuer. So, die Lohebehälter. Ja, der brennt. Oh. Geht aber ab wie Spitzkotze. Hä? Aber das Gute ist, das Outfit ist so schön verstohlen, da kann uns erstmal nicht so viel passieren. Ah, er sieht uns gar nicht. Cool. Ich glaube, ich bin sicher. Ja, sehr schön. So, da haben wir den einen schon mal weg. Und zwei weg. Das ist doch schon mal schön. Okay, jetzt können wir uns wieder um die Schnappmäuler hier kümmern. Ja, ein paar Fallen stellen. Oder lassen sie sich mal gegenseitig angreifen. Nehmen wir auch den hier oben, der hat nämlich noch volle Gesundheit. Ja, läuft ganz gut. Pirschen wir uns hier ein bisschen rein. So, jetzt können die sich schön gegenseitig hier fertig machen, mal ein bisschen. Das Gute ist, die haben so schöne Fernangriffe und da können die den Gegner echt schnell fertig machen. Wenn es soweit ist, werden wir gleich noch ein anderes mit Verderbtheit belegen. Ja, macht euch alle fertig, genau. Jetzt sind noch zack, zwei, drei Bomben drauf. Die Sache hat sich erledigt. Ja, schön auseinander, ihr Knirschel. Wenn ich die Brutstätte finde, in der sie hergestellt wurde, könnte ich herausfinden, wie man sie... Ja, die wären eigentlich auch cool zum Überbrücken, gell?
So, da haben wir die erledigt. Das heißt, wir kriegen wieder ein paar richtig schöne Metallteile. Oh Leute, es ist gerade warm. Ihr könnt euch nicht vorstellen. Schwül. Wie sonst wo. Wie im Regenwald. Aber wir brauchen... Achso, nee, Herz hat man ja. Schnappmauler, Herzen hat man, glaube ich, ja. Aber wir brauchen Holz. Holzer. Habe ich gesehen. Haben wir nämlich so gut wie gar nichts mehr. Ah, da ist ein Feuer, was wir noch nicht entdeckt haben. Ah, hier ist wieder schön. Hier ist wieder Nebel und Schnee und... Ah. Ja, doch. Brauchen wir diese Wurzel eigentlich zum Herstellen der Pfeile? Ich glaube schon. Heilendes Wildgut. So, ein großer Fluss hier. Oh, da. Ja, hier sind viele Bäume. Oh. Was haben wir da? Zur Krone. Gut, die könnten wir ja überbrücken. Zumindest könnten wir es probieren. Verdammt. So, Klebebombe. Oh, jetzt war er aber gleich hier. Komm her, komm! Ja. So, jetzt rufe ich mir mein eigenes Reittier. Und das wird mir helfen. Wirst du sehen. Ja! So, haben wir es geschafft. Jaha. Ja, sehr schön. Nochmal ein bisschen Rohstoffe. Jetzt holen wir uns hier noch das Holz. Dann sind wir auch, glaube ich, schon fast am Ziel. In der Werkstatt. Um endlich rauszufinden, was denn da... Wer denn da genau... Also wir wissen ja, dass es der Händler war. Der... das Gerät geholt hat, was die Grauhabicht angelockt hat, aber da werden sich schon noch ein paar Geheimnisse auftun. Wir müssen, er hat ja gesagt, es gibt noch mehr in der Werkstatt von diesen Teilen, die müssen wir irgendwie deaktivieren. Oh, ein Füchschen. Zack, Kopfschuss, jawohl. Oh, die Sonne geht auf. Ah, schön. Den Sonnenaufgang angucken, mal. Ah, hier gibt es erstmal sehr viel Holz. Ja, unser Inventar ist bestimmt auch bald wieder voll. Ein verwüster Areal. Ah, den lassen wir aber erstmal links liegen. Wir holen uns erstmal hier das ganze schöne Holz. Oh! Was ist denn? Was ist denn? Ach, das ist so ein Riesenvogel. Aber ich kann nicht scannen. Das ist doch kein Grauhabicht. Das sind Grauhabichte hier. Mit Sicherheit. Aber dieses Riesenvieh habe ich überhaupt schon mal... Ja, ich habe, glaube ich, mal einen besiegt davon. Aus der Ferne mit ein paar anderen Leuten. Das war irgendwo in der Wüste. Mit, da hat mir irgend so ein Stamm geholfen. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Oh, das sind aber verdammt viele Grauhabichte. Ich glaube, da muss ich auch genau dort muss ich hin. So, noch mehr Holz. Ja, wie viel sammeln wir denn da eigentlich immer? 12 Mal. Das brauchen wir aber halt auch, gell? Verderbnispfeile? Ne, dann
Was brauchen wir da zum Herstellen? Nee, diese Blüte brauchen wir gar nicht. Dann können wir die also mitverkaufen beim nächsten Mal. Ja, dort müssen wir hin auf jeden Fall. Ich könnte natürlich versuchen, die mit so einem Pfeil abzuschießen. Oder mich hier durchzusneaken. Ja, die fliegen die ganze Zeit ziemlich fix. Schwer zu erwischen. Die kleinen Gesellen hier. Ja, mal gucken, ob wir hier irgendwie vorbeikommen. Wir haben ja auch noch unser Reittier zur Not. Oh, eine Wildgans. Amy, ihre Wildgans. Ah, Mist. Müsst ihr irgendwie umgehen. Na, kriegt er mich mit? Aber wir können ja mit so einer Ablenkungsaktion durchführen. Genau, greif ein paar andere an. Vielleicht lenkt es die dann irgendwie so ein bisschen ab. Ja, die anderen sind schon so ein bisschen. Der eine ist schon auf den Trichter gekommen. Boah, das sieht aber auch. Junge, Junge, Junge. Sieht mal wieder sehr cool aus hier. An der Ecke waren wir ja noch nicht. Ah, hier oben ist ein Feuer. Da muss ich eigentlich unbedingt hin. Hat er uns entdeckt? Nee, oder? Wir sind noch versteckt. Aber wenn ich jetzt zur Krone rufe, greifen die dem vielleicht an. Das könnte zu auffällig sein. Da müssen wir hoch. Verdammt, das ist genau der Weg. Ich könnte natürlich mit zur Krone dahin reiten. Wir rufen den mal her, rennen hier vorbei und speichern hier mal schnell. Da ist er. So, und schnell, schnell, schnell hoch. Komm, mein Freund, komm. Ja. Schnell rauf auf den Berg. Mist, hier kommen wir nicht weiter. Ja! Oh, ist das geil hier oben. Ja, komm her, mein Freund. Ah, ah, unser Stab macht jetzt auch viel mehr Schaden. Der ist hinüber. Nummer uno. Ja, harter Schlag. Ja. So, dich lassen wir mal vom Berg runterfallen. Ah, Mist. Oh nee, oh nee, oh nee. Man könnte sie erstmal in der Wasserebene verstecken. Ah Mist, sie kommt sogar hier runter. Nein, wir rutschen runter. Das Wasser reißt uns mit. Verdammt. Tja, da müssen wir den sauren Apfel beißen. Oh nein. Verdammt, Leute. Das ist hier unten auch noch. Vielleicht kann ich den mit der Verderbnis. Ja, die Vögelchen sind jetzt alle hier oben.
Aber wenn die uns einmal entdeckt haben, dann sind wir dran, Leute. Gut, der ist von der Verderbnis befallen. Nehmen wir erstmal Pfeifen und erstmal einen Trank rein. Oh nein! So, anders kommen wir hier wahrscheinlich eh nicht hoch. Ich muss erstmal den Rückzug antreten. Wo sind sie denn? Wo seid ihr? Da ist er. Gut, den hat es eliminiert. Oh, Stufe 40 erreicht. Eine Trophäe erhalten. Hier oben ist noch einer. Da ist er. Gut, da können wir uns um den... Da ist noch einer. Verdammt. Umgehauen. Gut, den einen wird es eliminieren. Ich brauche noch ein paar Pfeile hier. Komm schon, komm schon. Ja, wir haben auch nicht mehr wirklich viele Tränke. Deswegen. So, der ist auch weg. Alles klar. Haben wir hier erstmal Ruhe? So weit, so gut. Natürlich brauchen wir wieder erstmal Heilung hier. Ah, es geht ja schon wieder auf keine Kuhhaut. Was hier wieder los ist, da will man nur mal auf den Berg. Da ist Geschrei gleich schon wieder groß. Kümmert euch einfach um eure Sachen. Ja, genau. Ah, Mist, da war doch noch der. Jetzt kommen die natürlich wieder, unsere Kollegen. So, bekämpft euch bitte gegenseitig. Ich bin da mal weg. Ja, das ist gut, die Verderbnis. Da hauen die sich schön gegenseitig. So, da ist auch einer weniger. Dann belegen wir den jetzt mal mit Feuer hier. Wunderschön. Hat sich das auch erledigt? Wo ist denn der andere? Ach, hier ist er. Ja, ich müsste halt wirklich mal in die anderen Brutstätten, da kann ich so, hätte ich so einiges mehr überbrücken können. Draußen beißt der Schnee ganz schön. Da mache ich mir eigentlich alles ein bisschen schwer. Oh, guckt euch meine Riesen-Oschi an! Boah, geil. Das sieht wirklich geil aus. Okay, dann gehen wir jetzt hoch. Jetzt stört uns hier nämlich auch keiner mehr. Oh, nee, was ist denn das? Junge, 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 Junge. Also, wenn wir dem begegnen, könnte das das Ende unserer Tage bedeuten. Aber Aloy findet bestimmt eine Lösung. Findet immer einer. Ich frage mich ja auch, was mit Arend ist. Den haben wir auch jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Da müssten wir mal... Auch, aber da kommt bestimmt noch mal vor. Oh, was? Ist da auch noch mal... Was? Da hinten war so ein Riesenvieh? Mein Gott, hier auch. Ah, hier können wir klettern. Ja! Und zack und hoch. Ja, ein Lagerfeuer. Oh, schöne Musik auch. Ah, oh, Schnee.
Wunderschön. Wie immer. Dann fliegt er nochmal ästhetisch diese große metallene Riesenmaschine. Was ist das? Oh, da kriegt man sogar so ein bisschen Gänsehaut. Musik im Hintergrund. Die Landschaft. Passt alles gut zusammen. Hier ist das Lager. Hier ist das Lager des Wühlers. Die Werkstatt muss also in der Nähe sein. Ja. Wenn ich um die Lawine herumkomme. Genau, er hat ja gesagt, hier ist eine Lawine runtergekommen und der Eingang wäre versperrt. Gut, wir speichern mal erstmal. Gibt's hier noch irgendwas? Nope. Dann craften wir uns erstmal ein paar Sachen. Verderbnispfeile, ja. Ja, damit. Noch ein paar gehärtete Pfeile, weil die noch mal ein bisschen stärker sind. Sieht gut aus. Also ich liebe den Bogen hier. Ich nehme den Bogen auch, muss ich ganz ehrlich sagen, am liebsten. Also es gibt natürlich auch viele, viele andere Methoden. Aber es hat ja immer jeder so seine Favs und ja. Mein Favorit ist halt immer der Bogen. Sieht schon stark aus. Gut. Mal gucken, wo wir denn da hinkommen. Hier unten ist nichts versteckt vielleicht. Gehen erstmal oben lang. Weil ich glaube nicht, dass unser Händler so gut... Ja! So gut, so gut handeln konnte. Handeln. Klettern meinte ich natürlich. Unser Händler kann natürlich besser handeln. Jawohl! Zack und rüber. Schön mit den Zeitluben. Was ist denn? Ist das da oben? Klettern wir mal hin. Voll, der hat voll Parcours drauf, die Aloy. Ne, das heißt doch nichts Gutes, wenn ihr schon mal in eine Vorratskiste kommt. Aber ich kann keine Sprengbomben bauen, dann müssten wir vielleicht dann doch mal eine andere Waffe oben reinlegen. Ein Seilwerfer vielleicht. Oder unsere gute Stolperfalle. Ja, vielleicht können wir ja mal gucken. Tun wir die Stolperfalle rein. Können wir zwar auch nicht viel machen, aber ein paar Stolperfallen können wir bauen. Geht's hier noch irgendwo anders hin? Ach, dort hinten müssen wir hoch. Da kommen wir dann jetzt aber irgendwie dorthin. Hier hinten den Fluss kommen wir nicht hoch, oder? Ansonsten... Oh, ich verlasse den Spielbereich. Ja, dann schnell wieder zurück, dann kann das nicht der richtige Weg sein. Ja! Ja, hier geht's hoch. Aber Leute, ich freue mich auch schon so auf Days Gone. Ich hoffe ja auch, The Last of Us wird bald mal angekündigt, wann es denn nun kommen soll. Die lassen bestimmt noch die Bombe platzen. Glaube ich. Oh, was für ein riesiger Berg, ey. Oh. Schnell weg, sonst entdeckt uns hier der halbe Hahn. Ja, wenn wir in das Gras uns dort schleichen können, dann können wir schöne Fallen aufstellen. Die mögen ja keinen Schock. Oh oh. Ah, Verderbnispfeil, ja, der war gut. Hauptsache, er kommt nicht hier runter. Warum wählst du denn immer Feuer aus? Hab ich dich.
Sehr schön. Ich bastel uns nur mal schnell noch ein paar Tränke. Oh, wir können auch wieder was Neues aussuchen. Ne? Das müssen wir nutzen. Was haben wir denn hier? Höhere Chance auf mehr Rohstoffe beim Plündern von vernichteten Maschinen. Hm, sehr cool. Verursache mehr Schaden, wenn Aloys Gesundheit niedrig ist. Aha. Schnelleres Nachladen beim Gebrauch von Konzentration. Oh, das möchte ich haben. Ne, da warten wir noch. Da in den Zeitlupe-Modus schneller nachzuladen, ist, glaube ich, Gold wert, weil umso mehr Pfeile kannst du ja schießen. Was nehmen wir denn jetzt da? Tragkapazität von irgendwas? Sprengschleuder, machen wir gleich mal hoch. Ja, gut so. Und jetzt noch ein paar Tränke. Wenn es geht. Nein, fettes Fleisch fehlt uns. Mist, wir hätten mehr Tiere jagen müssen. Na, dann war das hier eine schwierigere Angelegenheit, als ich dachte. Dann greifst du auch mal den anderen an. Oh nein, der andere Oschi kommt. Okay, da halten wir den schon mal weg. So, jetzt greift bitte den anderen an und nicht mich. Ja, weil ich der Einzige bin, den das blöde Vieh sieht. So müsste ich den da hinten auch noch befallen. Ja, jetzt rennt er hinter. Sehr schön. Unser Weg ist geebnet. Jetzt sind wir hier unten drin. Wenn wir jetzt noch mal ein paar reinjagen. Schön leise jetzt. Genau. Jetzt schön leise. So, und jetzt können wir doch eigentlich einen Stein dahinter hauen. Das hört er natürlich wieder nicht. Ach, der hat den anderen schon kalt gemacht. Oh, die haben auch viel Gesundheit. Ich würde sagen, es hat sich erledigt für dich. Hat's auch. Oh, ein Kristallgeflecht. Das können wir gut verkaufen. Sehr gut sogar. Es ist immer noch eine kleine Ecke. Da ist unser Stein. Oh cool, hier oben wachsen sogar Bäume. Oh nein! Maschinen wie dich überbrücken, wenn ich die richtige Brutstätte. Genau, den hätte ich schon lange überbrücken können. Aber der mag ja kein Feuer. Wenn wir hier unten. Na, wir kommen nicht bis runter. Hm. Dann pirschen wir uns wirklich von hinten ran. Ja! Oh, er hat uns gehört. Sei doch nur ruhig. Warum treffe ich denn nicht? Jetzt hat er uns beinahe entdeckt. Jetzt haben wir aber Glück gehabt. Da ist er, unser Riesen-Oschi. Sieht aber auch cool aus, oder? Bitte nicht hier lang gehen. Dann stellen wir nämlich jetzt hier ein paar schöne Feuerfallen auf, weil der spuckt ja Eis. Das heißt,
Feuer wird nicht gefallen. Oh, 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 oh. Das wäre geschafft. So, mach dich wieder vom Acker, bitte, mein Freund. Ja, imposant sind sie schon. Was die Gaia da geschaffen hat. Genau, geh wieder da runter. So, und hier oben werden wir auch die Fallen positionieren. Ganz viele. Erstmal die Sprengfallen, weil die hauen schön rein. Wenn er da in drei reintritt, das tut erstmal richtig weh. Schnee. Hier draußen wird es nicht wärmer. Nee, wärmer wird es auf jeden Fall nicht. Richtig beobachtet. So, dann fangen wir an, den dann so richtig ins Lodern zu bringen. Müssen wir halt schön breit verteilen. Das ist aber, es bringt. Ja, dann dürfte der sich, glaube ich, müsste eigentlich schon reichen, glaube ich. Wenn wir den jetzt hier rufen, oder? Schockpfeil, ein paar Feuerpfeile heben wir uns noch auf. Damit können wir ihn ja anlocken mit so einem schönen Feuerpfeil. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. So, jetzt kommt er natürlich hier hoch. Das hat sich, glaube ich, gleich erledigt. Ja, komm doch weiter, komm doch her. Oh. Okay, haben wir den auch weg. Blasterschuss. So, und jetzt möchte ich doch mal die Werkstatt finden. Da unten müsste sie sein. Wetter, ein Köder hat diesen Sturmvogel angelockt. Nein! Wenn ich das Gerät finde und zerstöre, sollte die Maschine verschwinden. Sturmvogel. Oh, was für ein... Ja, natürlich. Das ist auch der, der auf mein Horizon Zero Dawn T-Shirt drauf ist. Dann demnach wahrscheinlich der größte Gegner im Spiel. Oh, ist das ein Uschi, Leute. Erledige den Sturmvogel. Die Köder deaktivieren. Die Frage ist... Da sind die Köder. Doppelt so groß wie ein Grauhabicht und mit Strom geladen. Kein leichter Gegner. Wo ich ihn schon gerne kalt machen würde, gell? Wie kann ich die Dinger denn deaktivieren? So, wenn er jetzt hier vorfliegt, können wir schon mal zu denen. Da ist er, der Köder. Ja, das Blöde ist... Ich soll das Vieh wirklich töten, ja? Oh mein. Tja, dann werden wir das wohl müssen, oder? Noch hat er mich ja nicht entdeckt. Da kommt sie. Ach, ruft der Grauhabicht oder was? Nee, macht er nicht. Los, der macht sich vom Acker. Er sucht mich ja anscheinend.
Das ist gut. Er hat mich nicht gesehen und ich habe ihm schon was abgezogen. Meine Position ist auf. Oh, ein Riesenvogel. Ah, Alter! Leute, ich werde drauf gehen. Ich muss flüchten. Nein, ey Leute, fahr ja nicht runter. So, hier steht er. Hier kann er aber nichts machen, oder? Leute, das ist gar nicht gut. Ja, ich muss irgendwie... irgendwie zu den Dingern kommen und die deaktivieren. Okay, wir haben alle drei deaktiviert. Ah! Der Sturmvogel. So, schnell hier hinter. So, jetzt kann er sich doch vom Acker machen. Wir müssen den also erledigen. Na toll, und ich habe nichts, was ich mir irgendwie basteln könnte. Ist sehr schlecht. Das ist gar nicht mal so gut. Was machen wir denn da? Waffen. Oh, 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 oh. Verdammt. Das sieht nicht gut aus. Schattenrassler. Der bringt uns hier recht wenig. Schattenseilwerfer. Hm. Ja, höchstens noch. Mal schauen. Also den scheint ja nicht wirklich viel irgendwie was auszumachen, also habe ich zumindest das Gefühl. Da werden wir mal unser kleines schwarzes Medizinbuch gucken und mal schauen, was dem was ausmacht. Ist der überhaupt hier drinne? Sturmvogel, ja, das ist er. Oh, ein Riesenvieh. Harte Außenhülle, die synthetischen Muskeln, ja, das haben sie ja alle. Zerstörung dieses Bausatzes deaktiviert den abtauchenden Nahangriff. Eisbehälter. Blitzgewehr. Schockangriffe. Ja, das wäre erstmal gut, das Ding wegzumachen. Brutstätte sieht er, über Brücken entsperrt. Ja, aber wie willst du den überbrücken, den Hund? Erledigt. Der lockt keine Maschine mehr an. Ja, mach dich vom Acker! Ja, ich muss das leider so cheesy machen, Leute, weil sonst kriegen die mich hier, kriegt er mich auf jeden Fall zu Gesicht. Na, meine Pfeile kommen gar nicht an.
Untersuche die Werkstatt. Da steht noch so ein Ding. Pergamenttinte, viele Seiten mit farbiger Handschrift. Der Wal steckt also dahinter. Brillant. Und gefährlich. Jetzt erstatte ich in Scheuerfels Bericht. Der Wal. Der steckt dahinter. Meine lieben losen Schrauben und Zahnräder. Ihr traurigen Gestalten habe ich nicht gefunden. Wieder einmal. Eure Versuche, mich zu erwischen, würden mich zum Lachen bringen, wenn ich nicht voll und ganz damit beschäftigt wäre, euch bei euren Sammeln von Informationen immer zwei Schritte voraus zu sein. Gebt einfach auf. Oder noch besser, bringt euch um und erspart mir die Mühe, ihr wertlosen Nichtsnutze. Der Derwald, der alte Hund. Oh, der hat ja überall seine Finger drinne. Ja, jetzt müssen wir das noch Rallard erstmal klären. Warum ist jetzt mein riesiger Vogel weg? Ich wollte den doch eigentlich umbringen. Ja, natürlich. Ich weiß, dass ich ihn nicht hätte umbringen müssen, aber dass er jetzt einfach abgehauen ist, obwohl ich ihn provoziert habe, ist schon seltsam. Aha. Ja, dann hat sich ja das hier erledigt. Dann kehren wir natürlich zurück und berichten mal von unserer kleinen schönen Reise hier. Ja, und dann hoffe ich doch, dass das, weiß nicht, machen wir erstmal die Hauptquest weiter, machen wir ein paar Brutstätten oder machen wir, wir könnten auch ein paar Langhälse überbrücken. Es sind, glaube ich, auch noch zwei da. Naja, mal sehen. Ich entscheide mich da wie immer spontan. So, gehen wir mal zu unserem guten Rallard. Im letzten Part habe ich ihn ja 3000 Jahre gesucht und nicht gefunden. Ging ja, glaube ich, irgendwo nur eine Treppe hoch und dann, ja, hier war das. Zack. Berichten wir mal. Gucken, was da. Ich habe einen weiteren dieser Köder gefunden und vernichtet. Das Problem sollte gelöst sein. Feuer und Spucke, das hätte ich nicht gedacht. Und wenn es davon noch mehr gibt? Die Werkstatt, wo ich ihn fand, ist verlassen. Ihr seid sicher. Gut. Meine Truppe und mein Bruder hätten in die Hände gespuckt und sie dir gereicht. Im Namen von Scheuerfels und meiner Familie, vielen Dank. Die Gesichtsanimationen finde ich trotzdem ganz cool gemacht. Auch wenn es nicht immer hundertprozentig passt, aber wie die aussehen und so, das haben die saugut hingekriegt. Feuer und Spucke. Vor allem, die hätten sich in die Hände gespuckt und sie mir gereicht. Das ist bestimmt eine schöne Angelegenheit. Ich bin froh, dass sie nicht da gewesen sind. Meine Keime. Gut, alles klar. Dann wäre es das gewesen erstmal mit Part 73, meine lieben Freunde. Lasst mir ein Like da. Das nächste Mal geht's frisch und munter weiter bei Horizon Zero Dawn. Macht's gut!